Hallo, guten Tag und Dobberdan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich hoffe, euch geht's gut. Wir gehen ein bisschen auf Jagd und zwar als Wolf. Der Wolf von Sackbruck ist zurück und jetzt let's go! Au. Der Wolf ist zurück auf Sackbruck. Let's go. Das verbarrikadierte Haus ist hier drin. Interessant. Erstmal Panzerplatte rein. Und jetzt muss der Wolf erstmal wieder sich an sein Territorium gewöhnen. Er war lang in seinem Bau. Ich weiß gar nicht, ob Wölfe in einem Bau leben. Ich glaube nicht. Ihr merkt schon, ich habe nicht viel Ahnung von Wölfen, ehrlich gesagt. Was ist denn da noch? Störturm. Tresor mit Zeitschloss und Störturm. Der Tresor steht in dem roten Haus. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber erstmal die Schalter finden. Voll stressig. Wo ist eigentlich der Signaldetektor? Auch nicht so weit weg. Okay. Safehouse ist ja bis jetzt noch geschlossen. Außer ich habe es natürlich wieder verpasst, aber ich glaube nicht. Digga, wo ist er? Da ist er. Einfach an mir vorbeigerannt. Tresor wird geknackt, let's go. Wir kommen vorbei. Trash. Also Tresor ist hier oben oder unten, ich weiß es halt nicht. Könnte sein auch unten.
Aber wo ist denn der Tresor? Digga, der kam doch auch gerade erst. Ach, da. Er hat sich da unten. Okay, ich verstehe. Er saß da unten. Okay, alles klar. Hat darauf gewartet und wollte wieder hoch. Smart. Und ich habe erst überlegt, ob ich unten lang gehe. Aber dann gedacht, ich gehe doch einfach mal... Erdgeschoss, wie auch immer man das nennt. Erdgeschoss, ja. Es heißt Erdgeschoss. Boah, mein Herz. Ich muss mich mal kurz beruhigen. Ich will noch kurz checken, ob hier nicht der Schatz liegt. Nein. Okay. Ja, cool. Psst. Da ist jemand. Jemand ist über uns. Der Wolf will sein nächstes Opfer auf jeden Fall noch krallen. Bewegt sich null. Jemand ist oben reingerannt und hockt da jetzt. Da. Hä, wieso? Why? Wieso habe ich ihn nicht durch diese... Konnte ich da nicht durchschießen? Ja, keine Ahnung, aber... Ich glaube, er war auch ziemlich verwirrt, von wo das Feuer kam. Arr, der Wolf war wieder unterwegs. Okay. Wollen wir raus und nach Haus? Ja, oder? Der Wolf will seine Beute nach Hause bringen. Wo landet denn der Abwurf? Ja, okay. Da kommt auch schon. Platz wäre ja noch drin, ne? Aber all das Loot riskieren? Für was? Für eine graue Kiste? Oh no. Habe ich gerade was gehört? Jetzt werde ich paranoid. Es wird Zeit für mich zu gehen. Jetzt habe ich Schiss, alles zu verlieren. Verdammt.
Exit ist die Straße runter. Ist also noch ein kleines Stück. Jemand hat sich den Abwurf geschnappt. Funktioniert Tarnfeld wieder? Ja, muss ja. Juhu! Oftmal funktioniert es dann doch. Irgendjemand hat auch geschrieben, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Also Tarnfeld ist auf jeden Fall an, denn der Abwurf ist nicht zu sehen. Hier, das blaue Auto, das looten wir noch schnell. Warte. Ach, schade, ich wollte mir eigentlich nur das Foto angucken, aber da war es schon zu spät. In dem blauen Auto ist ein Foto, oder was? Naja, gut. Egal. Trotzdem, gute Runde. 3 Kills gemacht, sehr gut. Und, ja, auf jeden Fall, gut Beute eingepackt. Schick. Der Wolf von Sackbruck. Ich weiß, dass viele von euch die Map Sackbruck in Vigor mega feiern. Und ich feiere die Map auch. Es ist nicht meine Lieblingsmap, aber es ist eine Map, die auf jeden Fall mega Spaß macht. Und auf dieser Map bewege ich mich immer nur als Wolf. Das hat irgendwie mal angefangen und das hört jetzt auch nicht mehr auf. Ich bin der Wolf von Sackbruck. Tut mir leid, dass ich dauernd in den Gameplays dann immer so wie so ein Wolf heul. Aber es macht einfach zu viel Spaß, mit dem Wolf ja, durch das Sägewerk zu schleichen oder durch die vielen Gebiete, die es auf Sackbruck gibt, die vielen Waldgebiete. Also der Wolf passt perfekt einfach auf diese Map, meine Meinung. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich und habt viel Spaß. Okay, wir starten hier hinten. Oh, okay, okay, okay. Wollen wir zurück zum Fischerdorf? Oder wollen wir hoch auf die Map? Wir laufen zum Fischerdorf zurück. Hier könnte es gutes Loot geben und, ja, was soll ich sagen? Auch den ersten oder... Vielleicht sogar 2 Leute, die sich hier, obwohl ich glaube, wenn dann 2 Leute, einer und ich auch. Oha, ich wusste gar nicht, dass man hier hinten so tief ins Wasser reingehen kann. Oh nein, ich steck fest. Aufpassen, im Fischerdorf kann immer jemand plötzlich um die Ecke kommen. Aber eventuell haben wir Glück und wir... Eventuell haben wir Glück und wir sind alleine. Jemand öffnet eine blaue Kiste hier im Haus. Puh,
hier ist jemand. Jo. Wow. Erwischt. Ich habe gehört, wie er die Kiste geöffnet hat. Schön. Wie gesagt, Vorsicht ist angesagt im Fischerdorf. Der nächste Gegner ist schon da. Lass uns schnell noch in dieses Haus gucken, ob hier nicht auch noch eine blaue Kiste ist. Manchmal ist nämlich hier auch noch eine. Nee, aber ist sie nicht. So, dann haben wir jemanden oben bei den Autos. Au, der Wolf ist unterwegs, Leute, was los? Gut, aber kommt derjenige, der die Autos gelootet hat, da vorne am Bahnübergang, kommt der jetzt? Kommt der jetzt auch hierher? Will der ins Fischerdorf? Ja, ich höre ihn. Ich habe ihn gehört, er ist hier irgendwo. Fuck. Fuck, er ist mir entwischt. Okay. Da ist jemand schnell ins Exit. Okay. Schade. Der ist leider abgehauen. Aber wir haben das Foto gefunden. Oh, und der Schatz. Oh, der Schatz ist nicht weit weg. Geil. Dann lass uns jetzt den Schatz holen. Der ist hier nicht weit weg, die Straße lang. Ja. Sehr geil. Der Typ, der die Autos gelootet hat, der ist schnell zum Exit gerannt. Verdammt. Naja, nicht schlimm. Soll er sich freuen über sein Loot? Die Chemikalien hat er hier liegen lassen. Nehme ich doch gerne mit. So, der Schatz. Der müsste irgendwo hier jetzt sein. Naja, ich habe den schon mal da gefunden. Deswegen, ne? Der ist hier gleich. Hier, ne? Bei denen? Ja. Hier bei den Baumstümpfen. Okay, ich muss nochmal aufs Foto gucken. Moment mal, es ist doch nicht die richtige Stelle. Doch. Da. Oh Mann. Ich habe immer Probleme, den Schatz zu finden, aber dann am Ende finde ich ihn doch noch. Foto kann raus.
Guckt euch diese ganze Nahrung an. Löschen wir das noch raus. Ich glaube, so sind wir ganz glücklich. Ja, sieht gut aus. Okay, Schatz und die blaue Kiste. Viel mehr passt auch gar nicht rein. Wir könnten jetzt auch sagen, wir gehen. Wir sagen ciao, ciao. Tresor wird gerade geknackt. Guck mal, Tresor und Zeitschloss, das ist hier beides. Oh, und einer beim Detektor. Hier ist der Exit. Komm, wir nehmen unseren Kram mit und gehen raus. Was soll's? Bringen wir das Loot safe nach Hause. Abwurf kommt zwar noch, aber wir haben... Wir haben nicht mal Platz für einen Abwurf. Nein, nein, wir sagen tschüss. Oha. Krass viel XP bekommen. Beutewert ist auch stabil. Der Wolf war wieder erfolgreich unterwegs. Ah, ich liebe es einfach, als Wolf auf Sackbruck unterwegs zu sein. Ich liebe es einfach. Es macht so einen Spaß. Da starten wir direkt noch eine Runde. Lass uns nochmal als Wolf versuchen, nochmal ein bisschen mehr abzugreifen. Beziehungsweise lass uns nochmal auf Sackbruck versuchen, nochmal die Taschen voll zu machen. Sehr geil. 200% Beuteboost. Vielen Dank an den Dude hier ganz links. Und auch nochmal Dankeschön für 250% Beute. Jawohl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tresor mit Zeitschloss ist hier drinne. Oh shit. Oh shit. Wenn wir schnell sind, können wir es, schaffen. Tresor wäre natürlich jetzt mega nice. Mit 250% Beuteboost wäre das schon nicht schlecht. Aber ich muss die Schalter finden. Einer ist da. Und der andere ist hier irgendwo. Eins. Oh mein Gott. Zwei. Aber wo ist der Tresor? Steht er oben oder unten? Oben. Perfekt. Oh mein Gott. Puh. Schönes Ding. Packen wir auf. Auf hier. Oben hin. So. Wollen wir aufs Dach? Ja, wir gehen mal aufs Dach. Okay, der Wolf auf der Sägewerkfabrik. Oh, hier ist sogar der Detektor. Okay. Ah, jemand ist beim... beschäftigt beim... beim verschlossenen Behälter.
Okay. Mann, 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 Mann. Hier läuft erstmal offensichtlich keiner rum. Okay. So, wollen wir den Detektor benutzen? Let's go, erwischt. Gut, dass wir nicht direkt zum Detektor gerannt sind, dann wären wir ihn vor die Flinte gelaufen. Okay. Sind hier noch mehr? Will jemand Stress? Der Wolf von Sackbruck ist da und ist bereit für Gunfights, meine Freunde. Ich hätte schon Bock, den Sigi zu benutzen. Schon Bock. Autsch. Und wieder Fallschaden. Scheiße, ey. Aber alles gut. Einer ist hier, zwei sind da, das war's. Nur noch drei auf der Map. Einer ist gar nicht weit weg. Hier oben in den Bergen. Okay, guckt euch das an. Das ist der, der den Container geleert hat. Entweder geht der geht jetzt wahrscheinlich zum Exit. Ansonsten waren hier noch zwei. Was machen wir? Was machen wir? Wollen wir zum Abwurf hoch und den vielleicht gleich holen? Könnte mir gut vorstellen, dass der den Container geöffnet hat, rausgeht. Man weiß es nicht. Ich habe ja den Tresor gelootet und gehe auch nicht raus. Mann, 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 meine Taschen sind ja auch schon wieder richtig voll hier. Passen nicht mal mehr Nägel rein. So. Habe aber auch echt einigen Quatsch dabei. Zum Beispiel den Reflektionsköder könnte ich ja auch irgendwo mal hinstellen einfach. Ich gehe nochmal aufs Dach. Geht der Detektor wieder? Ja, er dreht sich wieder. Okay.
Lass uns den Tektor nochmal eben benutzen. Noch ein zweites Mal. Lass mal gucken, ob der rausgegangen ist, der Typ. Ja, wir checken das nochmal eben. Airdrop kommt. Okay, ja, wie ich es mir gedacht habe, zwei sind noch auf der Map. Einer oben, einer hier in der Mitte und der dritte ist raus, der den Container geknackt hat. Okay, wenn wir jetzt schnell sind, können wir noch um den Airdrop kämpfen. Shit. Oh, den Ping muss ich mitnehmen. Geil. Ich sehe einfach einen Detektor in dem Auto. Okay, wir versuchen uns noch den Abwurf zu holen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben kaum Platz. Wir haben eigentlich gar keinen Platz. Aber wir schaffen dann gleich noch Platz. Hat er den Container komplett geleert? Nein, da ist noch was drin. Liegt hier eine Bombe? Nein. Lass uns schnell noch mal reinschauen. Ah ja, okay. Eine VSS hat er da gelassen. Nee, brauchen wir nicht. So, ich könnte mir vorstellen, entweder dass einer, nämlich der oben, sich noch vielleicht ein bisschen um den Abwurf kümmert. Der hier unten war, würde ich sagen, eher nicht so. Aber man weiß es halt nicht. Kann auch sein, dass er hochgelaufen ist. Es sind noch zwei auf der Map gewesen. Wir haben einen Ping. Einen von beiden wird er anzeigen gleich. Aber ob es der nächste ist, das ist dann die Frage. Wahrscheinlich nicht. Aber die Chancen stehen 50-50 halt. Okay. Der Airdrop ist nah. Der Airdrop ist hier direkt vor mir auf der Straße. Was können wir rauslöschen? Was brauchen wir nicht? Ein Benzin. Das könnten wir, obwohl das, dieses Ding hier. Aber das lösche ich nicht, das stelle ich jetzt hier hin. So. Ich hätte gern schon Sichtkontakt zum Airdrop. Mhm, da liegt er. Okay. Strahlung kommt von unten. Okay, wir müssen nach oben zum Exit. Wir warten noch einen Moment. Wir pingen gleich. Entweder sagt er, ping mir, die Karte ist leer. Er findet keinen Detekt, kein Signal. Das wäre super, dann hätte ich freie Fahrt. Oder er zeigt mir halt einen von den beiden, die noch da sind, an. Eventuell ist auch nur noch einer da. Man weiß es nicht.
Wir finden es jetzt heraus. Okay, wir haben da einen Exit Camper. Okay. Nicht schlimm. Vielleicht hat er sogar auch den im Blick. Ciao. Dann laufen wir halt zum anderen Exit. Gar kein Problem. Hoffentlich ist dann nicht der andere beim anderen Exit am Campen. Könnte natürlich auch sein. Da müssen wir jetzt einfach drauf hoffen, dass wir safe rauskommen mit Abwurf. Ich habe gar keinen Koffein dabei. Ja gut. Macht ja nichts. Ein bisschen Nahrung nehmen wir noch mit. Ja, wir sind auf dem direkten Weg zum Exit. Puh. Hoffentlich schaffen wir es. Wäre ja ganz nice, wenn es klappt. Wenn wir uns hier von der Seite anschleichen, dann werden auch die Raben sofort lostriggern, wenn wir in die Nähe vom Exit kommen, falls hier noch jemand ist. Dann werden wir gewarnt. Das müsste jetzt gleich hier bei dem kleinen See der Fall sein, sobald wir da in die Nähe kommen. Ja. Wenn hier jemand wäre, dann müssten jetzt die Krähen losstarten. Deswegen. Wir haben es geschafft. Genau die richtige Entscheidung. Und wir verlassen Sackbruck. Der Wolf von Sackbruck verlässt mit fetter Beute die Map. Auf Wiedersehen. Au. Es hat wunderbar geklappt. Let's go! Wahnsinn. So muss das laufen. Abwurf ergattert. Und die Kiste machen wir natürlich direkt auf. Jetzt gibt es noch mal ein bisschen Loot. Das gibt es noch oben drauf. Eine sehr erfolgreiche Runde oder zwei sehr erfolgreiche Runden auf Sackbruck. Der Wolf war wieder unterwegs. Schade, dass es kein Wolfsgeheul als Emote gibt. Der Wolf kann nur pfeifen. Oder so ein bisschen brüllen so. Erst zum Störturm, dann rüber zum Haus. Das würde ich sagen, ist mein Plan. Schauen wir mal. Der Wolf ist wieder unterwegs auf Sackbruck. Oh, das ist schon geplündert? Wie bitte? Hier ist doch sonst immer Loot drin, oder nicht? Oder nicht immer? Oder haben sie es alles geändert? Man muss sich immer wieder neu einstellen, glaube ich. Auf. Eine Sache kann man sich verlassen, dass ich Fallschaden erleide. Jemand hat den Spontanabwurf. Wie bitte? Oha, okay, der wird gleich hier hinrennen. Zum Exit. Nee, er rennt zum anderen Exit. Okay, dann zurück zum ursprünglichen Plan. Safe House. Ah ja. Ah ja. Jemand ist schon da. Jemand knackt schon den Tresor.
Okay. Das in der Mitte ist das Safe House. Die mittlere Baracke. Okay. Wartet der Gegner draußen? Oder ist er in der Baracke? Er hockt. Ich glaube, er hockt in der Seite in der Baracke. Kann das sein? Ja. Lauf nicht weg. Mann, ich wollte doch die Handgranate ausprobieren, aber. Oh, er hat sogar eine dabei. Schick. Eigentlich wollte ich die Handgranate ausprobieren, Bro. Jetzt habe ich sogar noch eine zweite bekommen. Dieser Spalt, durch den ich durchschießen konnte, fantastisch. Da hat sich der Plan dann plötzlich geändert. Ja, was machen wir jetzt? Rausgehen oder weiterkämpfen? Wo ist denn der Signaldetektor? Oh, der ist hier ganz unten im Fischerdorf. Shit. Ich habe auch kein Benzin. Ich kann auch jetzt hier diesen Ausgang nicht nehmen. Eine Kommstation wurde aktiviert. Welche denn? Die hier? Nee, die ist noch aktiv. Okay. Hier ist sogar noch eine Platte. Lassen wir mal da. Oder? Nee, wir nehmen Vinyls, nehmen wir mit. So, okay. Und dann verlegen wir den mal nach da hinten, wo auch der Signaldetektor ist. Ich glaube, weil der andere den anderen Tresor. Der ist ja da drinnen irgendwo, ne? Ja, mitten hier im Hauptgebäude. Der zweite Tresor ist im Sägewerk, aber ich weiß nicht, ob ich. Ob ich nicht vielleicht mit einem Tresor mich zufrieden geben sollte. Ich könnte ja noch mal hinten ins Dorf gehen. Ins Fischerdorf. Ich würde mal sagen, das klingt nach einem. Oh, fuck. Puh. Ich dachte, das klingt nach einem guten Plan. Okay. Der mich erschreckt. Jetzt habe ich Sprit. Jetzt könnte ich rausgehen. Ich glaube, ich mache das mal. Obwohl, oh Mann,
Ich habe eigentlich noch keinen Bock aufzuhören. Eigentlich würde ich gerne jetzt noch da hinten hin. Da kommt der Abwurf, guck mal. Signaldetektor vorher checken, Abwurf holen und raus. Ist eigentlich eine richtig geile Idee. Auf dem Weg dahin könnte ich halt drauf gehen. Aber so ist das halt immer. Ich habe noch keine Lust raus. Ich habe keine Lust, 5 Benzin zu bezahlen und dann war es das. Allerdings, man soll nicht immer so gierig sein. Und jetzt alles für den... alles für die eine graue Kiste aufs Spiel setzen. Oh Mann, was für ein Zwiespalt. Ja komm, wir haben uns dafür entschieden, dass wir das jetzt so machen. Und dann bereuen wir auch nicht, wenn wir das Loot jetzt verlieren. Oha. Jemand ist auch beim Signaldetektor. Okay. Wisst ihr was? Ich entscheide mich doch nochmal um. Hier ist jemand, Vorsicht. Psst, hier ist jemand. Hier ist auf jeden Fall gerade jemand vorbeigelaufen. Es liegen sogar 2 Abwürfe da. Einer ist fake, das ist der richtige hier. Okay. Ich glaube, hier ist noch irgendwo einer. Oh Mann. Ich weiß es aber auch nicht. Kann sein, dass er natürlich auch weitergerannt ist. Es klang mir aber so, als hätte er auch plötzlich Stopp gemacht. Jetzt nicht durch irgendeinen leichtsinnigen Fehler alles verlieren. Aber warum sollte jemand sich hier hinlegen? Nur, obwohl er, wenn er mich gehört hat. Jemand ist jetzt beim Tresor. Habe ich die Raben getriggert? Oder sind hier noch 2 Leute? Oh mein Gott. Ich hätte rausgehen sollen. Ich hätte einfach rausgehen sollen, aber
Jetzt habe ich den Stress hier. Wahrscheinlich zwei Leute im Exit. Weil ich glaube, ich bin noch nicht nah genug dran, dass ich die Raben auslöse. Aber ich weiß es halt nicht. Ja. Er ist ja immer noch da, oder? Er hat es noch nicht aufgeschlossen. Oh, ich hätte ihn killen können, aber... Ha. Ha. Man kann ja auch nichts erkennen, ne? Ah, okay. Ja, die ist immer noch nicht offen. Okay. Wir müssen was machen. Wir müssen auch zu diesem Exit. Okay, vielleicht kommt ja auch noch mal tatsächlich jetzt die Handgranate zum Einsatz. Immer noch zu. Wo ist der Typ wohl? Ganz da hinten. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe nur noch 5 Schuss hier. Aber jetzt habe ich ihn gekillt. Wir öffnen den Ausgang. Looten ihn noch schnell. Das noch mit und das noch mit. Und das war's. Geil. Ciao. Auf Wiedersehen. Der Wolf hat abgeräumt. Let's go. Puh. Schade, dass es mit der Handgranate am Ende nicht geklappt hat, aber wenn man eine Handgranate auf einen Steg wirft, der so groß ist, wo rundherum Wasser ist, wie verhalten sich eigentlich Handgranaten im Wasser? Ich habe keine Ahnung, aber das hat trotzdem alles wunderbar funktioniert. 3 Kills, der Wolf hat zugeschlagen und es gibt sogar durch den Battle Pass noch eine lila Kiste. Richtig nice. Wir öffnen jetzt erstmal die Kiste. Hier ist die lila Kiste. Oh. Loot aus der lila Kiste. Es gibt 200 Treibstoff, sehr gut. Und 300 Schrotpatronen, die ich direkt wieder verkaufen kann. Aber oder ich lagere sie einfach. Irgendwann werde ich vielleicht mal eine Schrotflinte spielen. Irgendwann. Auf jeden Fall war das eine richtig nice Runde. Der Wolf von Saarbrück ist immer gefährlich, Leute. Das ist einfach so. Ja, ihr wisst es. Immer wenn Saarbrück am Start ist, die Map, dann bin ich gerne mit dem Wolfskin unterwegs. Ich weiß gar nicht, wieso sich das irgendwann mal so entwickelt hat, aber es ist einfach so. Und ich habe das Gefühl, immer wenn ich mit dem Wolfskin unterwegs bin, dann ist, also der Wolf ist auf Saarbrück voll in seinem Element. Auf der Jagd, unterwegs und reißt die Beute. Okay, wir haben den Container und wo gehen wir denn als erstes hin? Hier. Erstmal springen. Ja.
Mist. Das Foto. Wir haben das Foto gefunden und wir haben die Panzerplatte noch nicht reingemacht. Tresor ist offen. Container ist offen. Das ging schnell. Alle Beute-Events weg. Wer schießt denn da? Wir müssen aufs Dach. Also wir müssen nicht. Wir wollen aufs Dach. Wir müssen nicht. Wir sind zu spät. Nein, wir sind nicht zu spät. Hohoho! Yes! Den hätten wir auf dem Dach gekillt. Aber wo ist der Typ hin, der... Wo ist der Typ, der den Container leer gemacht hat und... Wer schießt hier noch? Naja, wir müssen aufs Dach, um das Zeug zu looten von dem Typen. Auch da müssen wir nicht hin, aber wir wollen aufs Dach und den Stuff holen, der da oben ist. Das war auf jeden Fall ein netter Headshot, würde ich sagen. Aber was den Container angeht, sind wir zu spät. Wo ist denn die Abwurfzone? Ist auch direkt hier. Hier unten rauscht noch eine Kommstation. Wir könnten versuchen... Ganz oben drin. Ich habe gar keinen Bock, da hochzulaufen jetzt. Ich will auf das Dach. Wie kommt man eigentlich auf das Dach da oben? Da oben drüben? Da drüben oben? Wie schafft man das? Darauf zu klettern? Da oben durchs Fenster oder so? Möglich wäre es. Direkt neben dem Container. Was? Okay. Ah ja, ich weiß, man kommt hier so. Hep. Hep. What? Wir sind oben auf dem Dach. Oh Mann, ich sehe ihn. Shit! Wieso habe ich ihn jetzt schon dreimal getroffen? Mist, wieso war das jetzt kein Headshot?
Jetzt wurde ich gepinkt, aber wo ist er jetzt hin? Wo ist eigentlich die Deathbox von dem Typen, den ich hier gerade auf diesem Dach gekillt habe? Runtergefallen? Kann sein, dass die Deathbox unten liegt. Mist. Wo ist er? Da. Na, zumindest ist da auch jemand. Abwarten. Da. Yes! Erwischt, aber das war noch nicht der, der hier war. Oder doch? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, hier versteckt sich immer noch jemand. Abwurf kommt, aber wo ist denn die Deathbox von dem Kill, den ich gemacht habe? Von wo kam das jetzt? Von wo wurde ich jetzt beschossen? Verdammt, ich weiß es nicht. Warte mal, der Abwurf, der liegt. Ich sehe ihn halt von hier nicht, aber der liegt da. Direkt vor mir. Foto, oh Mann, ja. Da können wir gleich auch nochmal hin. Ich gucke gerade so über die Dächer, aber ich erkenne leider nichts. Oh, nicht hier runterfallen. Von wo denn? Dahin hat's geblitzt, aber das ist mein Fake-Glitch. Glint, der da hinten blitzt, oder? Ja. Das ist mein Fake, aber von wo schießt denn da hin?
Okay, da jemand weiß, dass ich hier bin, aber nicht weiß, wo der ist, müssen wir ja mal kurz hier wieder runter und raus. Der Tresor ist leer, ja? Klar, aber wo ist denn hier mein... Uff. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Tja, die andere Deathbox vom Dach, keine Ahnung, wo die ist, aber ey, lass uns noch mal schnell zum Foto rennen. Das ist hier, wenn mich nicht alles täuscht. Dann nehmen wir halt nicht den Abwurf mit, denn da ist irgendjemand und schießt von den Dächern oder von unten auf die Dächer, wie auch immer. Dann holen wir uns lieber noch den Schatz. Aber ich habe echt nicht gesehen, wo der ist. Der hat irgendwie auf mich geschossen, aber... Oh, jetzt wird es auch langsam ernst. Hier, Strahlung kommt schon. Okay. Na, wir kriegen schon noch hin. Wir schaffen das schon noch mit der... Also wenn das Häuschen hier ist, aber ich meine ja. Das Häuschen ist hier bei Zerstörte Träume, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Schatz liegt direkt davor. Hier. Okay, cool. Cool. Jod rein. Und raus. Ab nach Hause. Koffein rein und rennen. Puh. Wenn wir es schaffen, hat es sich richtig gelohnt, auch wenn wir die eine Deathbox nicht mehr gefunden haben. Abwurf liegt immer noch da, zumindest sieht es danach aus. Und ist hier noch jemand? Nee, oder? Keine Raben. Schön. Oh. Den nehmen wir noch mit, den Mörser. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Jetzt wurde auch der Abwurf weggeschnappt. Na gut. Das können wir verschmerzen, dass wir den jetzt nicht haben, den Airdrop. Auch wenn ich ihn gerne gehabt hätte, aber das war zu riskant, weil da war irgendwo jemand, der hat genau gesehen, wo ich lang tanze auf den Dächern. Insofern alles richtig gemacht. Und dass wir den einen da nicht erwischt haben, also wir haben ihn 3 oder 4 Mal getroffen, schade. Der stand da so schön. Ah, naja, halb so wild. Der Wolf hat trotzdem zugeschlagen und geplündert. Au!
Da sind wir wieder mitten im Wald von Sagbruck und wenn alles gut läuft, dann schaffen wir es diesmal auch, ohne dass der Controller kaputt geht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also ich meine, wohin ich gehen soll. Ich habe keinen Plan, was für diese Runde meine Taktik sein könnte. Mein Gefühl sagt mir irgendwie, ich sollte hier mal kurz vorbeigucken, ob hier vielleicht jemand gespawnt ist. Wahrscheinlich unwahrscheinlich. Tresor wird schon geknackt. Jemand ist nämlich hier direkt hier wahrscheinlich gespawnt und dann da gleich zum Tresor oder irgendwie so. Und wir haben ja noch den verschlossenen Behälter. Mist. Die Controller-Geschichte erkläre ich gleich nochmal. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir hier Beute mit nach Hause nehmen. Da ist eine Kommstation. Messer brauchen wir natürlich nicht mehr einpacken. Oh mein Gott. Mist. Hier ist der Abwurf. Hätte ich mal gerade bei der Kommstation... Ach, verdammt. Hätte ich da mal gerade Dings gemacht. Tarnfeld an. Jetzt, jetzt haben wir das Problem, dass wir... Wo ist denn die nächste Kommstation? Oh. Beide hier auf der Fabrik. Jemand ist hier direkt. Oh, okay. Was machen wir denn? Ist die Kommstation denn jetzt eigentlich komplett verbraucht oder wird die gleich nochmal grün? Da kommt jemand. Ah! Ah! Na, das war aber... Ufts. Wie nennt man das nochmal? Spray and Pray war das. Noch jemand, oder? Ja, sie ist wieder grün. Let's go. Jetzt aber. Tarnfeld drauf. Ah, ist schon. Nice. Dann. Achso, wir machen noch das Foto. Okay. Das müssen sie auf jeden Fall ändern. Von jetzt an wird deine Position regelmäßig außenseits angezeigt.
Das, wenn ein Tarnfeld an ist, müssen sie diesen da unten diesen Text rausnehmen. Der verwirrt ja auch, wenn neue Spieler checken es doch einfach nicht. Zum Glück sieht man es oben an dem roten Männchen, das jetzt nicht rot ist. Das Tarnfeld drauf ist aber trotzdem. Ja. Wir können uns auch noch den Schatz holen mit Undercover Airdrop in der Tasche. Abenteuer Dauerfeuer, sage ich da mal zu. Yes. Das ist das richtige Wort. Mit der letzten Kugel auch wieder richtig erwischt den armen Dude gerade. Ja, wir haben den Abwurf auf Tasch und das Foto noch in der... Das ist beim Container. Hundertprozentig. Lass mich kurz überlegen. Also ich weiß, wo das ist, aber ich muss gerade überlegen, wo das ist. Hier auf dieser Straße. Da, wo der andere Abwurf gleich landet. Es ist natürlich ärgerlich. Airdrop riskieren. Für einen Schatz. Nein. Oder doch? Nein. Nein, ich will den Abwurf. Ich will den behalten. Wir gehen raus und dann spielen wir mal eine erste Runde jetzt. Die erste Runde nach dem großen Controller-Crash gerade. Bringen wir mal kurz den Drop nach Hause. Weil der andere Airdrop ja auch jetzt da genau auf die Straße fällt, wo der Schatz liegt. Das ist natürlich ungünstig. Oh, hier war jemand. Hier ist doch jemand gespawnt. Ich wusste es. Oh Mann. Controller-Feeling ist auch gerade ein bisschen seltsam, weil ich habe... Ich erzähle es gleich mal aus aller Breite und Ausführlichkeit, was ich gerade gemacht habe. Auf jeden Fall war Sekundenkleber im Spiel. Oh, ich hasse euch. Ich hasse euch. Okay. Nicht stehen bleiben. Wenn er mich gesehen hat, dann nicht stehen bleiben. Stehen bleiben ist der Tod. Uff. Am Stein hängen bleiben aber auch. Die Runde entwickelt sich doch noch mal ein bisschen anders als gedacht. Dann gehen wir halt doch zum Schatz. Komm, ganz ehrlich. Auch wenn jetzt hier der Abwurf landet. Hier ist auch noch ein Exit. Aber... Ah, Mann! Verzwickte Situation. Wir haben hier einen Exit-Camper. Wir haben... Also es muss nicht zwingend ein Camper sein, aber... Wir haben jemanden beim Exit und ich weiß nicht wo. Und ich will auch gar nicht lange nach ihm suchen und dann am Ende doch vielleicht draufgehen. Ich will den Abwurf nach Hause bringen. Deswegen schleichen wir uns jetzt hier ans Exit. Schade, dass man nicht zwei Airdrops einsammeln kann. Dann könnte ich jetzt versuchen, sogar noch den zweiten. Das wäre übrigens wirklich mal eine Challenge. Das wäre wirklich geil, wenn sie das einfach mal machen würden, die Entwickler, und sagen würden, sammelt euch die Airdrops, so viel ihr wollt. Also zwei sind ja nur möglich, aber... Wenn man zum Beispiel zu dritt spielt, wären ja sogar drei möglich. Dann könnte man seinen Teamkollegen auch einfach alle wegschnappen. Das wäre mies, aber
würde eine neue Komponente geben. Vor allen Dingen, wenn es wäre nicht mies, wenn zum Beispiel, also wenn ich mit Ivas spiele zum Beispiel, dann sind da ja drei Drops drinne, und wenn zum Beispiel jetzt zwei von einem Dreierteam draufgehen, dann könnte ja der Dritte sich noch alle drei Drops nehmen und mit nach Hause nehmen. Geht aber auch nicht, leider. Ich würde mir echt wünschen... Und wo kommt die Strahlung von oben? Ich würde mir wünschen, dass jetzt irgendjemand den Airdrop sich nimmt und abhaut, damit einfach dieses Gebiet nicht mehr so gefährlich ist. Also Schatz ist... Auch, ja, der Schatz ist irgendwo genau da. Das ist so bitter einfach, so ärgerlich einfach. Haha, dein altes Kriegsleid mit deinem Controller wieder. Es ist... Ja, ihr habt es gesehen schon mal auf meinem YouTube, ne? Es ist genau das Gleiche wieder passiert. Ich erkläre es gleich. Chat, gleich. Lasst mich diese Runde noch eben überleben. Und dann reden wir über mein Kriegsleiden. Ja, es ist furchtbar, aber... Ich kann gleich ein bisschen... Wir machen gleich ein bisschen Controller-Talk. Also, folgendes. Man kann hier sich auf jeden Fall super ans Exit anschleichen. Und auch hier... gibt es dann gleich die Raben eventuell. Und wenn nicht, dann kann ich mich hier weiter schön vorbeischleichen. Ich glaube, sie werden getriggert jetzt. Und da sie nicht kommen... Ey, mal ganz ehrlich, ist die Grafik besser geworden? Wie das Wasser aussieht und dieses Schilf da drauf. Das sieht also auf jeden Fall bei mir auf meinem Monitor unnormal gut aus. Aber es müsste eigentlich auf dem Twitch-Stream auch ziemlich gut übertragen werden. Ist mir letztens schon aufgefallen, dass die Wasserreflexion, auch die Pfützen und so... Ich meine, die Grafik fand ich schon immer super nice. So, ich muss jetzt hier vom Exit weg, weil irgendjemand, der sich den Airdrop holt, der da gerade liegt, wird wahrscheinlich auch sich denken, naja, gehe ich mal zu diesem Exit. Also, Foto ist bei diesem, wo diese rote Benzin oder diese rote Gaskartusche daneben liegt, und dann hinterm zweiten Baumstumpf. Das ist hier irgendwo. Und mein Airdrop ist hier auch direkt. Es ist einfach Müll, dass ich den da hingelegt habe. Es ist mein Fehler. Ich habe den da hingepackt, bevor ich wusste, dass ich den Schatz hole. Oder? Ja, bevor ich das wusste, aber ich hätte vorher das Foto ruhig angucken können. Das hatte ich da schon. Also ordentlich Fehler gemacht. Oh, was ist denn jetzt hier für eine Ecke? Nee, doch nicht. Kann man nicht rein. So, wir laufen am Airdrop vorbei. Geschenkt. Oh, ich sehe Chemikalien. Jetzt müssen wir aber wirklich zusehen, dass wir den Schatz finden. Wir müssen zur Straße. Wir sind schon vorbeigelaufen, ne? Ja, der ist hier vorne. Oh. Er ist halt genau da, wo der Airdrop liegt. Ich will ihn ja gar nicht. Ich will den Airdrop nicht. Ich will nur den Schatz noch schnell. Hier sind die Baumstümpfe. Hier liegt genau der Abwurf. Oh, fuck. Hier ist es doch, oder? Mit dem Schatz. Bin ich hier nicht richtig? Doch. Gaskartusche. Schnell, schnell, schnell jetzt. Wo ist er denn? Hat er. Ja, schnell, 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 schnell. Hoffentlich ist da noch ein Jod drinne. Jo, sehr gut. Oh Mann.
Und hier raus. Ja, zurück. Niemand hat sich für den Abwurf interessiert. Mein Glück. Wie gesagt, wäre cool, wenn man sich jetzt noch einen zweiten schnappen könnte. Alles cool. Da hätten wir ruhig auch gerade noch ein bisschen das Loot-Management noch ein bisschen weiter betreiben können, aber gut. Haben wir ein paar Nahrung liegen lassen, nicht so schlimm. Was soll's trotzdem. Sehr gut, wir haben den Secret Airdrop Undercover mit nach Hause geschleppt, hat keiner gemerkt. Yes, schönes Ding. Der Wolf ist back und das live. Und zwar starte ich hier direkt vorm Safehouse. Oh. Uncool. Eigentlich uncool. Weil hier sind gute Leute auf der Map. Okay, wir gehen rein. Okay, warte, Safehouse ist da. Warte mal, bester Spot, um abzuwarten, ist eigentlich hier. Auf diesem Stuhl, habe ich jetzt frisch entschieden. Obwohl, dann klippt meine Waffe durchs Ding, so. Der Stuhlhocker, wir sollten das Safehouse schon mal aufmachen. Bis jemand hier ist. Wir sollten hier schon mal anfangen. Und nicht nur rumhocken. Der Wolf ist nicht bekannt für rumsitzen und nichts tun. Ich hab so Schiss, jetzt drauf zu gehen. Ich mach den jetzt auch auf, dann wissen auch alle... Oh. Wartet kurz. Oh, jemand ist beim anderen Tresor. Ich weiß gar nicht, wo der ist, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah, okay. Wir haben hier den. Hm... Jammer blockt. Jemand hat gepinkt. Jemand kommt. Jemand ist hier. Mach die Tür wieder zu. Er kam hier wild rein, wild entschlossen. Okay, was ist taktisch klug? Den Tresor jetzt zu öffnen oder aber noch abzuwarten? Wisst ihr was? Ist mir egal. Ich mach ihn auf. Schauen wir mal, was klug und was nicht klug ist. Guck mal, wo ist eigentlich der große Störturm? Wo ist der? Ach, hier. Hat der den Radius gerade auch? Ja, ne? Oder wurde noch ein Portal dahingestellt? Nee, ne? Der große Störturm wurde benutzt und hat das Signal gestört. Deswegen hat der nämlich wahrscheinlich gedacht, hier ist keiner drin. Er hat nämlich gepinkt. Und dann hat er gedacht, ja, okay, safe, das Safehouse, ich gehe rein. Oh, hier ist ja mein Monkey. Oh mein Gott. fast wäre ich in meinen eigenen Affen reingerannt. Ja, der Wolf, der schleicht hier gerade so durchs Haus. So muss es sein. Kopf unten halten. Falls dann doch jemand durch die Fenster shootet. Okay, wartet. Da ist ein Mörder.
Ich denke, wir machen das so. Ich musste kurz nachdenken wegen dem ganzen Loot-Management, aber ich denke, wir machen das so. Okay, ja, puh, jetzt können wir eigentlich nur noch uns absichern. Gucken, wo der nächste ist und raus. Abwurfzone kommt hier. Abwurf noch riskieren. Schwierig. Okay, komm, wir checken. Der nächste ist hier. Also ich kann jetzt mal raus aus dem Safehouse. Ohne Probleme. Man hört die da kämpfen. Wollen wir da mitmischen? Nee, oder? Erstmal nicht. Ich will noch ein bisschen Loot sammeln. Ich laufe nochmal durch den Wald. Moin in den Live-Chat. So grüßt der Norden. Stimmt, moin moin. The Atomic Q's. Grüße dich. Vielleicht finden wir noch das Foto. Nee, hier ist noch Nahrung. Aber immerhin ist hier noch Loot. So, dann wollen wir mal schauen, was noch passiert in dieser Runde. Raus bin ich noch nicht. Aber ich habe die Taschen schon gut gefüllt. Also ich fühle mich schon so, dass ich das Loot jetzt auf jeden Fall nicht verlieren wollen würde. Aber ey, ich sag doch, vielleicht finden wir noch das Foto. Dann habe ich Nahrung eingepackt. Nee. Gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es ist. Ich weiß ungefähr, wo es ist. Und das Problem ist, da waren ja auch noch die Schüsse gerade, genau in der Richtung. Kommstation wurde aktiviert. Wahrscheinlich hier. Nee, wahrscheinlich hier. Weiß man nicht. Abwurf kommt hier gleich, ne? Okay. Und der Schatz ist. Ja, komm. Dann lass uns den holen. Hoffentlich ist der noch da. Also, irgendwo hier. Ja, nee, noch weiter. Hier gibt es übrigens sehr viele Schatzbuddelpunkte. Ich habe das Gefühl, diese ganze Map ist voller Löcher. So viele Möglichkeiten, wo ich schon auch einen Schatz gefunden habe. Und dann gibt es ja immer noch auch Buddellöcher, die es so gibt, wo eigentlich nie ein Schatz drin ist. Also zumindest kenne ich so ein paar. Das klingt so komisch, aber ja. Ich kenne so ein paar. Ich sag's jetzt nicht. Aber da habe ich noch nie einen Schatz gefunden. Noch nie ein Foto gesehen. Okay, also hier irgendwo. Ich bin zu weit gelaufen. Ja, ne? Ja. Bin schon fast im Exit. Weil ich nebenbei auch auf den Chat gucke, ich sehe, dass ihr euch da wunderbar versteht. Das freut mich zu sehen. Ja, Jan Jugo läuft hier Zickzack-Rounds. Aber den Schatz habe ich hier auch noch nie, glaube ich, gefunden. Also ich weiß nur, dass er jetzt hier sein muss, weil diese Schornsteine auf dem Foto zu sehen waren. Und hier eben dieser Übergang ist, genau. Okay. So, jetzt komme ich da gleich an und weg ist er. Nein, bitte nicht. Ich will nicht umsonst hier lang gelaufen sein. Der ist noch. Ah! Yo, Digga. Hat der auf mich gewartet? Stream Sniper oder was? Nee, sorry, ey, Digga, nee.
Aber da musst du dir echt was Besseres überlegen. Das ist mein Schatz. Gottverdammt, das ist mein Schatz. Nicht sein Schatz. Nicht Camper. Schatz, ich muss mal ganz kurz... Ich kann jetzt hier nicht weiter rumlabern. Ich muss mal ganz kurz jetzt hier wirklich Loot-Management betreiben. Okay. Einmal kurz die Sicherheit abgecheckt. So, das nehmen wir noch mit. Dann packen wir hier die Bullets rein. Mein Gott, er hat mich richtig erschreckt. Ich weiß, dass ich hier gerade echt ewig brauche. Sorry. Aber... Naja, ist ein Sender. Ich dachte, es wäre ein Störer. So, jetzt. Hier waren wir doch gerade. So, hier waren wir gerade beschäftigt. Ja, jetzt kann ich hier von gar nichts mehr einpacken. Ärgerlich. Deswegen muss ich jetzt schon wieder Sachen rauslöschen. Zum Beispiel das hier ist jetzt nicht so wichtig. Diese ganzen Goldteile, ist davon irgendwas cool? Die was ist das, eine Granate? Splittergranate? Achso, nee. Das könnte ich mir schon gut vorstellen noch einzupacken. Nehmen wir das noch mit. Fuck, ich wurde gepinkt. Siehst du, deswegen sage ich Störer. Ah. Oh nein, ich bin da. Ich dachte gerade, ich spiele so smart. Ich stell einen falschen Ping auf und dann kommt gleich jemand und dann denkt er, okay, er hat einen Fake-ID gepinkt. Aber ich renne natürlich genau durch und mach's kaputt. Leute, ich habe mich entschuldigt schon am Anfang der Runde dafür, dass alles, was schief läuft, darauf zurückzuführen ist, dass ich, dass es die erste Runde ist, die ich heute spiele. Und auch noch live. Also, wie gesagt, schon vorher entschuldigt für die ganzen Fails, die mir passieren. Jetzt noch fein schön raus mit dem ganzen Loot. Wäre nicht schlecht. Raben sind hier keine. Da ist der Störer, aber den brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Auf Wiedersehen. Hey, der Wolf ist immer erfolgreich. Da kann kommen, wer will. Auch jemand, der den Schatz durch Zufall abkämmt. Ja, genau. Könnte natürlich auch sein, dass da gerade jemand langgelaufen ist. Wollen wir niemandem was unterstellen. Er war da gerade unterwegs, hat Footsteps gehört, hat sich hingelegt und dann kam ich um die Ecke. Kann natürlich auch sein. Möglich. Deswegen alles egal, alles sauber, alles cool. Ich habe schließlich den Schatz mit nach Hause genommen und 12.000 K Beute wert gemacht. Let's go. Herrlich. Ich spiele diese Map und vor allen Dingen spiele ich diesen Skin, den Wolfskin, nur auf Sackbruck. Das hat sich hier so entwickelt und dazu haben wir angefangen, uns sogar irgendwelche Geschichten auszudenken. Fanfiction sozusagen. Bei der letzten Wolfstour habe ich euch gefragt, was könnte noch dahinter stecken? Was kann man sich noch ausdenken, um die Geschichte vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar zu machen, warum denn jetzt immer auf dieser Map ein Mensch im Wolfskostüm durch die Gegend streift. Und ihr habt euch Gedanken gemacht und das finde ich mega super und ich lese mal die Kommentare vor, die ihr geschrieben habt. Zur Fanmade-Lore würde ich sagen, diese Frau hatte einen Mann, mit dem sie Rotkäppchen-Rollenspiele gespielt hat. Die einen sagen, sie haben sich getrennt und jetzt sucht und jagt sie ihren Ex, weil sie noch eine Rechnung mit ihm offen hat. Die anderen sagen, ihr Mann wurde getötet und jetzt ist sie auf der Map, um ihn zu rächen. Wer weiß, aber das wäre meine Storyline dazu. Es ist sehr verrückt. Rotkäppchenspiele, oha. Außerdem, eine Idee und eine Geschichte, ein bisschen Fanlore, die dahinter stecken könnte, hier in den Kommentaren.
Der Wolf von Sackbruck ist in der Gegend um das Sägewerk aufgewachsen und fand später ihre große Liebe in der Region. Als der große Krieg ausbrach, wurde ihr Mann in die Armee eingezogen, worauf er kurz danach fiel. Getrieben vom Schmerz entschloss sie sich, als Wolf von Sackbruck zu überleben. Seither wandert der Wolf durch die Wälder von Sackbruck. Das ist genau der Mut, den ich auch sehe. Bisschen mehr als Rotkäppchen spiele. Getrieben vom Schmerz finde ich super. Das ist genau die Motivation für diesen Charakter, finde ich. Ich finde es mega, wie ihr euch Gedanken gemacht habt. Und jetzt wird's deep. Haltet euch fest. Hier kommt die traurige Geschichte der Wölfin von Sackbruck. Der Vater, ein in Norwegen stationierter US-Soldat, tragisch im Einsatz verstorben, als der Atomkrieg begann. Die Mutter daheim geblieben und eine Kontaktaufnahme unmöglich. Alles, was ihr bleibt, ist ein Foto mit ihrer Mutter, aufgenommen an einem sonnigen Tag im Zoo vor einem Wolfsgehege. Ihr zu Ehren nähte sie sich eine Wolfsmaske. Dem Vater zu Ehren trägt sie seine Lieblingswaffe. Sackbruck ist ihr Revier. Und wenn man es wagt, es zu betreten, wird das Letzte, was man hört, ihr Heulen sein. Einfach nur Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Vielen Dank für eure Kommentare und dass ihr da auch Bock drauf habt, hier euch irgendwie auch mal, auch wenn es irgendwie auch Quatsch ist, aber irgendwie finde ich es auch mega cool, sich einfach mal auch zu dem Spiel einfach sich ein paar Überlegungen zu machen. Und wenn schon so wenig Lore da ist, und ich habe es ja erklärt, das Ganze ist ja eigentlich nur entstanden, weil am Anfang, wo ich angefangen habe zu spielen, noch gar keine Background-Story in dem Spiel war, gar kein Lore. Und sich dann einfach selber was auszudenken, mit euch als Community ist einfach cool, macht richtig Spaß. Und jetzt gibt es natürlich ein Gameplay als Wolf, beziehungsweise, wie wir herausgefunden haben, als Wölfin von Sackbruck. Oh yeah, hier ist der verschlossene Behälter. Das könnte klappen, allerdings weiß halt nicht. Ah, schwierige Sache. Wir haben leider nichts zum Draufwerfen. Was der Wolf machen könnte, wäre... Ah. Nee, ich weiß nicht. Ich habe ja Kontaktbomben mit, aber... Ich würde lieber das Container-Loot mitnehmen, anstatt hier jetzt alles voll Kontaktbomben zu ballern. Let's go. Wir fangen an. Nochmal Mörder? Weiß jetzt nicht. Muss das sein? Okay, wir haben den Container. Jetzt beruhigen wir uns erstmal wieder. Ah ja, Schüsse im Fischerdorf. Weiter geht's. Da müssen wir hin. Wo genau war das? Wir looten schnell die Autos, bevor es weitergeht. Ups.
kurz aufheilen und dann gucken wir mal, was hier im Fischerdorf so abgeht. Okay, wir sind hier nicht alleine. Jemand ist hier. Nahe dem Exit. Wo könnte er sich verstecken? Sollen wir pingen? Er ist hinter den Stein. Oh, der Wolf hat gesiegt. Oha, SVD gegen SVU getauscht. Auf jeden Fall. Schatz finden wir auch gleich noch. Schick. SVD lasse ich leider schweren Herz liegen, aber die SVU finde ich noch geiler. Danke, mein Freund. Okay, ich denke mal, hier ist alles gelootet. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zum Schatz. Das war genau richtig zu pingen. Der Schatz müsste eigentlich hier vorne in der Lichtung liegen, oder? Das ist doch, wenn ich da weiter hochgehe. Irgendwo hier. Irgendwo hier ist der Schatz. Müssen wir gucken. Auf jeden Fall holen wir uns jetzt noch den Schatz. Der Wolf holt sich auf jeden Fall noch den Schatz. Angetrieben von den Geschichten der Jan-Jugo-Community. Schmerz, Trauer. Die Wölfin eigentlich treibt die Unwesen auf Sackbruck. Denn was anderes bleibt ihr einfach nicht mehr. Sad Story. Ja, da hat der einfach hinterm Stein am Exit auf mich gewartet. Aber nicht mit dem Wolf. Nicht mit dem Wolf von Sackbruck. So, jetzt darf ich nicht die Stelle verpassen, wo der Schatz liegt. Ich muss mal genau drauf gucken. Also das ist bei diesen, genau, hinter dem Baumstumpf. Ist es hier schon? Ich glaube, es ist hier schon, ne? Das ist, glaube ich, die Stelle. Sicher? Ja. Hier. Perfekt. Der Wolf gräbt sich ein Loch
und findet Loot. Perfekt. Foto kann raus. Dann nehmen wir die Goldkomponenten mit. Okay. Jetzt kommt hier auch noch der Abwurf. Wir gehen Richtung Exit. Mal gucken. Wir haben die Raben auf unserer Seite, wenn wir uns anschleichen. Und auch den Lärm jetzt vom Abwurf, das ist gut. Wir sind im Exit, keine Raben, okay. Der Airdrop wird hier gleich irgendwo lang segeln. Er wird hier gleich irgendwo da. Okay, let's go. Wir holen uns den Airdrop noch. Wo ist er gelandet? Ah, ich habe ihn gehört. Schnell, schnell, schnell jetzt. Yes, da liegt er. Den holen wir uns noch. Und dann wieder direkt zum Exit. Wieder direkt hoch die Treppe und raus. Jawohl. Oh. Der Wolf ist schwer bepackt. Doch nochmal einen kleinen Schlenker laufen. Passt schon. Ja, nice. Das lief ja super. Also wir sind noch nicht im Exit. Vorsicht. Perfekt. Ja, da kommt noch jemand. Da kommt noch jemand. Und tschüss. Nicht mit mir. Der Wolf verabschiedet sich mit viel Loot und dem Abwurf. Da wollte echt noch jemand mir das abziehen, aber nein. Ich war im Exit und hab gesaved. Beute wäre das super. Und den Airdrop machen wir direkt auf. Und ich habe eine super Waffe bekommen, die SVU. Manche von euch haben wahrscheinlich SVU und SVD mitgenommen. Aber ich hänge an meinem Gewehr 3SG1, wisst ihr. Der Loot kommt noch oben drauf. Das ist der Airdrop, den ich mir ganz schnell einfach eingepackt habe und raus bin. Ja, denn man muss aufpassen. Denn der Wolf, der ist schnell und dann auch schon wieder weg. So habe ich mir den Container geholt und den Abwurf. Und wir haben wieder mal erfolgreich als Wolf eine Runde auf Sackbruck überlebt. Okay, stark. Hier ist der Container. Vorher zur Kommstation. Ja, dann rauf auf den Container. Ich denke, ist eine gute Idee, oder? Ich weiß nicht. Abwurf einfach mal auf die Firma in der Mitte. Die Firma vor allem. Stillgelegte Holzkraftwerk oder wie das heißt. Holzverarbeitungswerk. So, wie sieht's aus? Hier ist der Container ja schon. Okay, wollen wir pingen und gucken, wo der nächste ist? Der nächste ist hier auf dem Dings, auf dem Dach. Okay, let's go. Dann schießen wir das Teil jetzt schnell auf. Man, mit schnell meine ich noch schneller.
Das ist der Sigi. Da gehen wir hin. Theoretisch dürfte ja jetzt noch keiner sein, der vom Dings da hinten. Der war entweder innen oder auf dem Dach drauf, keine Ahnung, oder in der Firma drin. Ich muss mal gucken, wo alle sind. Let's go. Oha, hier oben ist jemand. Oh, was ist denn hier los? Im Fischerdorf, hä? Echt jetzt? Drei Leute oder da sind Fakes unterwegs? Und zwei sind hier. Ich muss hier weg. Moment mal. Also, wenn... Hier war nur einer, ne? Da holt sich jemand den Tresor, denke ich. Ist jemand auf dem Dach? Könnte sein, ich weiß nicht so genau. Nee. Sieht nicht danach aus. Das war so klar, aber gut, okay, hat sich gelohnt. Wir haben Dings bekommen. Ein Ping. Okay. Ich habe ihn gehört und dann springt er auch noch hier rüber. Krasser Typ. Und es gibt ein bisschen Munition sogar noch. Pack ruhig ein. Aber ist hier noch, hier ist bestimmt noch jemand. Okay, wir haben ja wieder einen Ping. Lass mal gucken. Echt jetzt? Hier hinten am Wasser. Boah, Telefongegner auch am Start. Das Telefon kümmern wir uns gleich. Oh nein, nicht nachladen. Looten. Irgendwie gerade ein Tier in meinem Nacken gehabt. Keine Ahnung, oh Gott. Irgendwas hat hier hinten gekribbelt. Fühlte sich ganz komisch an. Ach, hier ist eine Fliege im Raum. Vielleicht war die das. Okay. Puh, hau ab. Telefon ist. Okay, jetzt bin ich ja komplett raus hier. Ich wollte eigentlich aufs Dach und gucken, ob ich jemanden am Flussufer erkennen kann, aber nein. Jetzt könnte der natürlich schon, was weiß ich, wo sein. Aber hier ist echt gut Loot, Alter, das muss man sagen. Hier ist sogar noch ein Medipack. Achso, das hatte ich gerade schon, okay. ja. Trotzdem gut Loot. Ja, die Sache ist die. Irgendwo hier war ja gerade ein Ping, aber... Genau da. Ich habe den Punkt immer noch da gesetzt. Okay, wir können gucken, ob da eine Fake-ID steht. Aber warum sollte jemand da eine hinstellen, ganz ehrlich?
Da war einfach gerade jemand und ist jetzt irgendwo hingelaufen. Wo landet denn gleich der Abwurf? Der landet hier vorne auf den Schienen. Okay. Ansonsten auf den Dächern sieht es gut aus. Ich sehe keinen... Ich sehe kein Movement auf den Dächern, aber gut. Ich kann natürlich nicht dahinter gucken. Vielleicht krabbelt da jemand genauso wie ich hier rum. Ansonsten, Telefon. Was macht Telefon? Telefon geht raus. Okay. Dann würde ich gerne nochmal den großen Signaldetektor benutzen. Oh, hier sitzt ein Troll. Wie cool. Moin, welcher Troll bist du denn? Was können wir denn mal rauslöschen? Wir haben drei Alarmfallen. Die Nahrung kann raus. Das ist der Lufttroll. Okay. Ja, ich habe ja schon alle, aber trotzdem. Ist doch mal nett, sie zu finden. Sie gehören zur norwegischen Mythologie dazu. Und so weiter und so fort. Jo, da würde ich sagen, da kommt auch schon der Abwurf. Deswegen würde ich sagen, jetzt... Wir haben noch einen Ping. Wir pingen noch einmal. Und sichern uns für einen großen Detektor ab. Ja. Und dann Abwurf. Ja, okay, hier ist eine Fake-ID und ich habe sie nicht erkannt. Ich habe doch den ganzen Strand da abgeleuchtet gerade. Darf auch nicht wahr sein. Oh, ich bin voll auf die Fake-ID reingefallen. Ich habe es sogar vermutet. Aber warum sollte man da eine hinstellen? Ja, aber warum auch nicht, ne? Um den Gegner maximal abzulenken. Ja, okay, es ist niemand mehr da, außer hier oben. Telefon noch und die Fake-ID. Okay, wir besuchen jetzt erstmal die Fake-ID. Ey, nicht, dass da gleich wirklich eine einfach nur liegt. Und ich habe ihn nicht gesehen. Das glaube ich jetzt nicht, dass da einfach nur einer liegt. Wir holen uns erstmal den Abwurf. Hier sind aber komische Geräusche zu hören. Spukt es hier etwa in der Firma? Naja, hier liegt der Airdrop. Habe ich eigentlich Benzin für den Exit hier? Nicht genug, nur zwei. Aber okay, warte mal, jetzt erstmal. Noch kommt die Strahlung ja nicht. Von wo kommt die Strahlung denn? Von da. Kommt Telefon jetzt etwa noch hierher? Ich check mal, ob hier der Schatz noch ist. Einfach nur, weil ich schon mal da bin. Leider nicht. Okay. Telefon sieht, dass ich Airdrop habe, aber Telefon kommt nicht her. Achso, ja, ich wollte ja die Fake-ID. Oh Mann. Moment mal. Das will ich jetzt aber wirklich mal eben überprüfen. Beziehungsweise, wie konnte ich die denn jetzt nicht erkennen? Immer noch Schiss, dass da einfach jemand liegt. Und sich einfach denkt, okay, ich bleib hier einfach die ganze Runde liegen, mal gucken, was passiert. Hä? Meter noch weiter vorne. Das darf doch einfach nicht wahr sein.
Das darf doch jetzt einfach nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Es lag tatsächlich noch jemand da. Oha. Irre. Einfach irre. Ich habe aber immer noch nicht genug Benzin, deswegen ich muss jetzt raus. Ich gehe jetzt hier. Das ist der nächste Exit. Das schaffen wir locker. Telefon ist ja wirklich hartnäckig. Eigentlich müsste ich jetzt zu Telefon rennen und den auch noch killen. Aber dann verliere ich vielleicht auch alles und die Strahlung ist eh schon zu hart. Die würde uns wahrscheinlich beide töten. Er, während er auf mich wartet, ich, während ich im Bahnhof hinzurenne, das ist natürlich Quatsch. Wir laufen nach Hause. Der Wolf muss mit dem Loot nach Hause, entlang der Bahnschiene. Ach, ist das cool. Ist das krass. Wie kann man bitte schön die ganze Runde einfach nur so da liegen, an diesem ungemütlichen Ufer? Aber okay. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Benzin mit. Dann habe ich das als Loot auch noch. Hab's gespart, statt es auszugeben. Es ist so krass. Ey, normalerweise müsste man eigentlich damit rechnen, dass da einfach eine Fake-ID steht. Wenn der Punkt einfach bei nach mehrmaligen Scan immer an der gleichen Stelle ist. Aber irgendwas hat mir irgendwie gesagt, sei vorsichtig. Denn in diesem Spiel ist Gottverdammt nochmal alles möglich. Und so war es dann auch. Nochmal kurz hier Anlauf genommen, um dieses Auto noch zu looten. In der Hoffnung, dass da noch was Schickes drin ist. Ja, zumindest nicht nur Trash. Das war's. Yes. Geil. Hammer. Echt krass. Als ich da nur diesen Fuß gesehen habe, Schock überhaupt bekommen. Und dann gemerkt, okay, du musst jetzt diesen Kill machen. Ansonsten ist das wirklich heftig, wenn du jetzt diesen Kill nicht machst. Es hat zum Glück geklappt, Leute. Es hat zum Glück geklappt. Au. Hier ist der Airdrop. Jawohl, der Wolf bedankt sich herzlich. Wieder mal eine krasse Runde als Wolf von Sackbruck. Wie findet ihr den Wolf? Die Runden vom Wolf sind ja eigentlich echt immer krass. Also mir gefällt es auch immer wieder. Ist ein richtig, richtig cooles Ding, als Wolf auf dieser Map unterwegs zu sein. Es macht mega Spaß und irgendwie hat das einen guten Vibe. Damals, als es das erste Mal im Shop den Wolfskin zu kaufen gab und es noch keine Lore in dem Spiel gab, also in Vega noch gar keine Story sozusagen verfügbar war, habe ich mir ausgedacht, und zwar eine Figur ausgedacht, die in diesem Spiel, mit der ich unterwegs bin, und zwar der Wolf von Sackbruck. Eigentlich ist es nur der Skin und ich spiele diesen Skin immer nur auf dieser Map. Das ist es eigentlich schon, aber irgendwie ist es, steckt doch mehr dahinter, weil die Runden sind immer so krass, wenn ich mit dem Wolf unterwegs bin auf Sackbruck. Wir haben den Tresor hier, aber bestimmt haben wir auch jemanden hier, der hier spawnt. Also hier spawnt jemand und hier spawnt jemand bestimmt hier oder beim Detektor spawnt auf jeden Fall jemand. Also eigentlich spawnt hier überall jemand. Wir gehen mal. Aha. Was war das denn? Okay, jemand ist beim Detektor, wie ich es gesagt habe. Aber ist auch jemand drüben bei dem Haus? Da waren doch gerade Schüsse. Jetzt checken wir jetzt erstmal ab, ob da jemand ist. Jemand hat eine Alarmfalle ausgelöst. Wahrscheinlich hat er sie selber gesetzt. Ich
Ich weiß nicht wo, aber irgendwo da ist jemand. Hit. Im Haus. Nochmal Hit. Im Haus. Jemand ist im Haus. Wait. Ist jemand draußen? Ich glaube, hier ist noch jemand. Ha. Hä, das Fenster aufgemacht. Das klingt aber so, als wäre noch jemand hier. Ich glaube, hier... Ich glaube, hier ist jemand draußen. Ja. Oder ist hier nur jemand drinne? Oha. Ja, hier ist auch jemand noch drin. Er ist rausgesprungen. Wo ist er hingelaufen? Digga, er haut ab! Digga, er haut ab, er ist abgehauen! Nein, oh nein. Autsch, das hat weh. Fuck, er ist einfach abgehauen. Hinterher in die Büsche wäre Selbstmord, würde ich sagen. Er versteckt sich. Er versteckt sich einfach perfekt in den Büschen und wir sind tot. Secret Airdrop, Leute, was geht ab? Ich hoffe, es ist Tarnfeld drauf. Ich hoffe so sehr. Wo werde denn die nächste kommen? Hier vorne. Hm. Ey, ich hoffe so sehr, dass da Tarnfeld drauf ist, weil sonst doof. Dann rennen wir halt zur Kommen. Es ist kein Tarnfeld drauf. Okay, wir rennen zur Kommen. Und machen Tarnfeld drauf. Aber jetzt ganz schnell. Die ist hier vorne auch gleich. Ist nicht so weit. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es, ohne dass uns irgendjemand bemerkt so richtig. Na, wir hätten erst hinlaufen sollen. Egal. Da ist schon die Rettende kommen. Los geht's. Tarnfeld und tschüss. Let's go. Okay, wir sind raus, wir sind weg. Ciao, ciao. Versteckt. Mit Abwurf auf Tasche. Aber jetzt haben wir immer noch... Hier ist jemand beim Störturm. Jetzt haben wir immer noch nichts, trotzdem noch nicht viel gerissen. Ich denke hier beim Schatz, also beim Tresor meine ich, da wird 100 pro sich, werden sich Leute hier verstecken. Kannst von ausgehen. Ich glaube, der andere Tresor wurde auch noch nicht geöffnet. Mann, ich hatte meine Chance gerade bei dem Typen. Und er ist einfach abgehauen. Schade. Ja, was machen wir? Tresor wird geknackt und jemand ist beim großen Detektor.
Wow, 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 Kill gemacht. Let's go. Da war jemand low. Da war jemand wirklich low. mit einer Bombe. Vielleicht war das sogar der, den ich schon so low geschossen habe. Aber hier waren Schüsse. Hier ist noch jemand. Lass mal kurz. Steht da der Sender? Da steht der Störturm. Guck mal, den hat jemand dahingestellt. Okay, interessant. Dann lass uns den zerstören. Und dann ping. Irgendjemand ist voll in meine Bombe gerannt. So nice, Mann. Kurz mal hier Management betreiben. Okay, ich wurde gepinkt. Ich wurde gepinkt. Ich wurde gepinkt. Oh, okay, jemand hat den Sicherheitsping gemacht für den. Hundertprozentig. Dann ist, glaube ich, bei dem Tresor niemand. Autsch. Weiß man nicht. Aber das checken wir jetzt ab. Okay, hier unten ist jemand. Niemand ist beim Tresor. Lass uns die Schalter finden und let's go. Einpacken. Ich habe den Tresor hier schon gesehen im Haus. Komm schon, wo ist der zweite? Hier irgendwo? Hier drinne? Hier drinne? Wieso sind hier schon die Türen offen? Wieso hat niemand hier das geöffnet? Das check ich nicht. Jemand hat hier die blaue Kiste gelootet, aber den Tresor nicht. Foto, geil. Ich hab's nur in einem Millisekunde gesehen, aber ich glaube, ich weiß sogar, dass es hier um die Ecke. Sehr geil. Aber erstmal kurz weg von dem Tresor. Durch das Klingeln wissen jetzt alle, dass der Wolf da war. Und der Wolf, der hat noch was vor. Au! Der Wolf will sich noch den Tresor holen. Den Schatz. Oh Mann, ey. Yes, das ist hier. Das ist hier vorne. Das ist sehr cool. Weil wir haben den Abwurf, wir haben den Tresor. Jetzt holen wir uns noch, wenn der Schatz noch da ist, holen wir uns auch den Schatz. Dann war das mal wieder eine richtig geile Beutejagd. Aber... wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind noch nicht zurück im Wolfsbau. Ich weiß gar nicht, ob Wölfe in einem Bau leben. Aber man darf den Abend... nee, den Tag nicht vor dem Abend loben, glaube ich. Das ist richtig. Ich habe es nicht so mit Sprichwörtern, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Großer Abwurf liegt hier. Wir wollen... ich weiß nicht genau, wo diese Hütte ist. Ich glaube, die ist hier gar nicht verzeichnet. Die ist aber irgendwo... irgendwo hier ist die. Ist die vielleicht sogar bei dem unentdeckten Gebiet hier vorne? Bin mir gar nicht so sicher. Aber irgendwo hier vorne muss sie sein. Ich laufe mal ein bisschen am Rand von der Map.
einmal unterdurch hier. Der Wolf streift durchs Gebiet, durch den Wald. Ey, ich habe vorhin noch, als ich die Bombe da hingelegt habe, habe ich noch gedacht so, macht das überhaupt Sinn, diese Bombe jetzt hier hinzulegen? Vielleicht bewahre ich sie mir noch auf, habe ich gedacht. Aber dann habe ich sie einfach da platziert und gut ist, dachte ich, und fertig. Muss ich jetzt auch nicht ein großes Thema von machen. Und es hat tatsächlich was gebracht. Es ist so random, aber irgendwie auch, dass ich auch noch dann da war, als das Ding hochgegangen ist. Unfassbar. Okay, so, jetzt nicht mehr rumtrödeln, sondern jetzt müssen wir dieses Ding finden. Da ist sie. Da ist die Hütte, die ich meine. Ist es der Fleck hier, der unentdeckt ist? Achso, ja, das ist das hier sogar. Okay. Zerstörte Träume. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Benzin? Nee. Aber jetzt, wir sind ja nicht deswegen da, wegen dem Loot hier, sondern wegen dem Schatz. Yes! Eingepackt. Abgefahren. Okay, was denkt ihr? Ist hier jemand im Exit? Wir müssen dieses Exit nehmen. Es ist mir sonst, ist alles andere zu weit weg. Da wieder hochrennen, das bringt gar nichts. Ich hoffe, wir schleichen uns ran. Wir gucken mal. Wenn wir jetzt alles verlieren, dann uha. Ey, das wäre nicht so geil. Oh Mann, so viel Wald. Ich habe jetzt habe ich langsam, jetzt habe ich richtig Schiss. Am Ende hier doch noch irgendwie alles zu verlieren. Ich habe so gut eingepackt. Wie weitläufig ist denn dieser Wald hier eigentlich? Achso, ich laufe auch in die falsche Richtung. Ja, moin. Völlig verlaufen im Wald. Irre. Jetzt aber zusehen, dass wir mal rauskommen hier. Hey, krass. So, jetzt bitte. Keine Raben. Yes. Yes. Oh nein. Da ist doch noch jemand. Jemand ist aber hinter uns. Raben kamen spät. Wir sind raus. Let's go. Ciao, ciao. Alles gut. Alles richtig gemacht. Gut, dass wir uns nicht noch länger verlaufen haben. Sonst wäre es echt am Ende... Vielleicht sogar noch dazu gekommen, dass ich vielleicht noch alles verloren hätte, kurz vorm Exit. Lieber sicher alles rausbringen. Wir haben nämlich echt gutes Loot. Plus Airdrop. Der Wolf war erfolgreich. Hier ist der Airdrop. Das Loot kommt noch oben drauf. Was für eine Runde. Wieder einmal, der Wolf von Sackbruck ist einfach unschlagbar. Holt sich sein Loot und verschwindet von der Map und macht sogar noch mit einer random platzierten Kontaktbombe einen Kill. Und es hat sich irgendwie so etabliert, dass ich der Wolf von Sackbruck bin. Jawohl, endlich bin ich mal jemand. Ich bin ein gefährlicher Wolf auf der Jagd nach Beute. Au! Ja, vielleicht findet ihr es auch ein bisschen übertrieben oder ein bisschen kitschig oder vielleicht ist es auch ein bisschen albern, aber... Es macht so einen Spaß und irgendwie finde ich es cool. Und ich finde, thematisch passt es auch zusammen. Der Wolf auf Sackbruck. Okay, der Wolf startet direkt hier beim Arbeiterquartier und da ist auch das Safehouse und das finden wir sehr gut. Da stürzen wir uns direkt drauf auf die Beute. Ist natürlich eine tricky Stelle hier. Aber auf unserer Seite ist schon mal der Nebel schon mal gut. Keine Ahnung, wo der Signaldetektor ist. Ich weiß nur, dass hier der Tresor ist. Und den öffnen wir jetzt. Let's go. Detektor ist hier oben.
Hier ist ja auch das Exit. Wenn jetzt hier jemand langkommt, müssten die Raben kommen. Ja gut. Ich glaube, hier kommt erstmal niemand. Wir kriegen den Tresor gleich geleert. Und dann würde ich aber sagen, gehen wir hier hin. Offen. Yes! Jetzt geht's los. Wir müssen schnell den Tresor leeren. Okay. Da war auf jeden Fall ein Gegner, aber ich habe ihn nicht gesehen. Er hat mich auch nicht gesehen. Ich weiß es nicht, vielleicht doch. Der andere Tresor wurde auch geleert. Ist okay. Oh, da sind Gunfights. Ich höre die Kommstation. Ich muss zur Kommstation. Ist die oben? Okay. Wo ist denn Abwurfzone? Hier. Können wir sie noch verlegen? Ja. Oh yes, oh yes. Auf 1? Oder auf 4? Auf 1. Gegenüber aufs Dach oder irgendwo dahin. Ich konnte es nicht genau erkennen. Hm. Okay, jetzt müssen wir mal überlegen, wo ist wohl... Wo ist wohl der nächste Gegner? Wir können ja auch mal telefonieren. Wollen wir jetzt schon pingen? Weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Weiß ich nicht. Abwurf liegt jetzt nicht auf dem Dach, sondern hier auf den Schienen. Ist ja eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Müssen wir nur rüber. Ja, man kann schwer was erkennen. Das ist so. Warum ist da oben so ein Ping? Hä, wieso ist da oben so ein Ping eingeblendet? Auf meinem Kompass. Check ich nicht. Hat jemand gerade den Ping aktiviert? Okay. Ajo, Digga. Jetzt weiß ich, wo du bist. Okay. Wir müssen darüber.
Und wir telefonieren direkt nochmal. Gut, dass wir den Ping nicht benutzt haben. Er hat mich echt übel geschnitten mit seiner Kugel, aber... Ja, wir pushen da jetzt rein in das Gebäude. Vielleicht pushen wir nicht unbedingt laut und auffällig. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Da fällt die Deathbox einfach so runter. Wie praktisch. Da muss ich gar nicht mehr darauf klettern. Will ich nämlich auch gar nicht. Aber rein will ich schon. Ich habe ihn durch die Holzwand erschossen. Er hatte sich da gut versteckt. Ja, hoffentlich war der das auch. Der mich vorhin geschnitten hat. Oh. Wait, hier. Oh, wow, 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 wow. Hä? Fuck. Mist. Cool, ich wusste gar nicht, dass es hier so eine Position gibt. Der Abwurf landet jetzt genau da. Genau da vor der Tür quasi. Roms. Immer noch genau hier am Eck. Oh. Fuck. Hä, wo ist der Gegner? Da war ein Monkey. Ich hatte ihn noch mal gehört, aber dann durch die Lautstärke von der Blendgranate war es das. Für mein Empfinden müsste derjenige noch irgendwo hier sein. Der oder diejenige versteckt sich irgendwo. Ach Mensch, jetzt ein zweiter Ping. Ich kann auch nichts erkennen, ganz ehrlich.
jetzt nicht runterfallen. Knapp, aber ich glaube immer noch nicht, dass das derjenige ist, der oder diejenige, die hier war. Glaube ich nicht. Das war ein anderer Camper vom Airdrop. Hier ist immer noch irgendwo jemand. Das spürt der Wolf. Der Wolf von Sack Brook. Es ist ärgerlich, dass ich keinen Ping mehr habe. Und ich das Gefühl habe, hier ist noch irgendwo jemand und versteckt sich. Verdammt nochmal. Was machen wir jetzt? Denn die Strahlung kommt gleich. Nein. Nein. Oha, ich bin nicht gestorben. Oha, was für ein Glück. Das war aber wirklich krass knapp. Ich bin echt von da oben runtergefallen, aber diese Brüstung hat mich gerettet, würde ich mal behaupten. Also, wenn ich davon ausgehe, dass da immer noch jemand liegt, gehen wir erstmal zu der Box und gucken, ob der oder die noch einen Ping dabei hatte. Haben wir eigentlich Jod? Ja, das haben wir. Warte mal, wo war das denn? Hier. Bitte ein Ping. Nein, gar nichts. Da wäre gleich der Ausgang. Haben wir 5 Benzin? Nein, wir haben kein Benzin. Wir haben kein Benzin. Wir haben kein... Fuck, Benzin. Oh fuck, wir werden sterben. Ist immer noch jemand am Signaldetektor? Was ist los?